Karl Marx, am 5.15.1818 in Trier geboren und 1883 in London gestorben, war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer Journalist, Protagonist der Arbeiterbewegung sowie Kritiker des Kapitalismus und der Religion. Zusammen mit Friedrich Engels wurde er zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Als Karl Marx' Hauptwerk geht es Kapital. Karl Marx lebte zur Zeit der Industrialisierung. Ihn störte an der Industrialisierung, dass durch diese eine immense Klassengesellschaft geschaffen wurde. Die Fabrikbesitzer wurden immer reicher und die Arbeiter immer ärmer. Für ihn war klar, nur durch eine Änderung der ökonomischen Grundlage verändert sich die Religion. Marx ist der Überzeugung, dass die Wirklichkeit des Menschen durch wirtschaftliche und soziale Faktoren geprägt ist. Das gesellschaftliche Sein, so glaubt er, bestimme das Bewusstsein des Menschen. Religion wächst nach Marx auf dem Boden des Elends und der Ausbeutung und ist zugleich der Protest gegen sie. Dieser Protest gleiche dem chinesischen Kuli, dem Tagelöhner, der nach der Opiumpfeife greift, um sich zu betäuben, um sein Los zu vergessen. Religion sei das Opium des Volkes, so Marx. Daraus folgt die Repressionshypothese. Religion ist das Mittel zur Unterdrückung der Menschen, wodurch gesellschaftliche Missstände gerechtfertigt werden. Die Religion lenkt Menschen von den Missständen ab, damit die Menschen ihre Situation nicht verbessern. Marx entwickelte Feuerbachs Projektionslehre dahingehend weiter, dass sie als Ausflucht aus dem wirklichen Elend zu verstehen ist. Marx wollte jedoch das wirkliche Elend beseitigen. In Marx' modernen Welt wird die Fassade seinerseits seiner Meinung vom Staat absichtlich aufrechterhalten, nach ihm von seiner Unfähigkeit und Ausbeutung abzulenken. Sein Ziel war es, die Menschen von der Unterdrückung zu befreien. Dazu ruft er sie auf, das System zu hinterfragen und seine Herzlosigkeit zu entlarven. Ein weiteres Zitat seinerseits war: Der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Religion ist das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein des Menschen. Der Mensch muss erkennen, dass er im Mittelpunkt steht und das höchste Wesen ist. Er wird geknechtet und erniedrigt durch die Religion und verblendet und entfremdet von seinem eigenen Wesen. Das heißt, seine Bestimmung wird von ihm, der Obrigkeit, aufdiktiert, ihm jede Möglichkeit der Selbstentfaltung genommen. Das ist aber alles so geschickt in einer fürsorglichen Art und Weise dargestellt, dass das Volk die unfairen Zustände nicht erkennt und mit einer blumenverzierten Kette, wie Marx es nennt, in einer herzlosen und elendigen Welt gefesselt bleibt. Nur wer die Religion hinterfragt, kann dem entkommen. Marx' Religionskritik wird zu einer Kritik an der gesamten Gesellschaft. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Karl Marx war ein Kommunist und starker Kritiker der Religion und der gesellschaftlichen Stände. Für ihn war klar, eine Aufhebung der damaligen Klassengesellschaft wird die Religion überflüssig machen. Religion ist für ihn nur eine Theorie und Illusion, die nur dazu dient, die gesellschaftlichen Missstände zu rechtfertigen. Für ihn erschafft der Staat eine absichtlich falsche Weltwahrnehmung durch die Religion. Sein bedeutendes Zitat: Religion ist das Opium des Volkes, betäubt nur die Sorgen und Ängste, aber bessert sie nicht. Somit leben die Menschen in einer herzlosen und elendigen Welt. Zudem sagte er, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Der Mensch muss wieder anfangen, im Mittelpunkt zu stehen, denn der Mensch ist das höchste Wesen. Marx' Schlussfolgerungen waren, dass Religion gleich Elend ist und Religion gleich Gesellschaft.